gutes Spiel, unser THW! NDR 2 Fanshow nach dieser grandiosen Partie. 33:25 gewinnt der THW Kiel gegen die SG Flensburg-Handewitt. Und einer, der ein starker Rückhalt war für diesen Sieg, das war natürlich unser Mann mit der Nummer 1 und das ist Johann! Johann, herzlichen Glückwunsch zu diesem grandiosen Sieg. Habt ihr fantastisch gemacht. Eine geschlossene Mannschaftsleistung, wenn man sich die Torschützen anguckt, hat jeder ungefähr gleich oft getroffen, mit Ausnahme von Marco Guin. Was hat euch der Trainer vor dieser Partie mit auf den Weg gegeben? Erstmal zu gewinnen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Spiel heute. Und also für uns und für alle hier, glaube ich, diese Derby zu gewinnen. So, einfach super. Es sind jetzt noch 8 Tore Tordifferenz auf die Rhein-Neckar-Löwen. Ist machbar, oder? Ja, klar. Man muss einfach alles geben und auf uns selbst konzentrieren. Wie wichtig war es, dass Philipp Riecher heute mitspielen konnte? Natürlich sehr wichtig. Und auch jetzt, wenn Aaron nicht spielen könnte. Und, er hat super gespielt, Philipp. Er hat Probleme mit seinem Fuß, aber trotzdem alles gegeben und gekämpft, so großartig. An dieser Stelle auch nochmal einen großen Applaus an Philipp Riecher. Gute Besserung natürlich weiterhin. Und bei Aaron Palmerson ist es so, dass er ja umgeknickt ist. Der linke Fuß ist geschwollen. Es ist hoffentlich nur eine Stauchung. Erste Diagnose, es ist nichts gerissen. Wollen wir mal hoffen, dass alles gut geht. Und wir freuen uns, dass er auch noch ein paar Worte für uns hat, Matthias Andersson. Johann, dir gebe ich noch einen Schluck mit auf den Weg. Vielen Dank, Johann Sjöstrand. Matthias, wunderbar, dass du nach so einem Spiel noch kurz ein paar Worte sprichst. Vielen Dank dafür. Es sah am Anfang sehr, sehr gut aus für die SG Flensburg-Handewitt und dann war so ein bisschen das Tempo raus. Woran hat es gelegen? Ja, wir haben nicht geschafft, unserer Linie treu zu bleiben. Wir haben so viele einfache technische Fehler gemacht und dann wird man hier gnadenlos bestraft. Im Vorfeld wurde gesagt, es wird auch so ein bisschen das Duell der Torhüter natürlich sein. Matthias Andersson auf der einen Seite, Johann Sjöstrand, Andreas Palicka auf der anderen. Hatte Johann Sjöstrand heute das bessere Händchen? Ja, auf jeden Fall haben die gewonnen, das ist alles, was zählt. Wir sehen uns wieder in Köln. Welche
Welche Lehren werdet ihr möglicherweise ziehen für das Final Four in Köln in der Champions League aus diesem Spiel? Vielleicht begegnen wir uns da ja nochmal. Das werden wir sehen, aber auf jeden Fall hoffe ich, dass wir ein bisschen konzentrierter auftreten und das ganze Spiel, unsere Ruhe ein bisschen mehr bewahren. Ein fairer Sportsmann, ein guter Verlierer. Vielen Dank, Matthias Andersson. Es gibt für dich auch noch einen Schluck mit auf den Weg. Dankeschön. Euch vielen, vielen Dank für diese grandiose Stimmung heute. Es war großartig und einen schönen Sonntag noch. Tschüss.